Models, so scheint es, werden immer jünger. China setzt da wie immer einen drauf. Hier fängt die Ausbildung zum Supermodel schon sehr früh an. Kommen Sie jetzt mit in die größte Modelschule der Welt für Kinder. Blitzlichtgewitter sind sie gewohnt. China's Next Kindermodels. Nirgendwo auf der Welt boomt die Industrie mit den Kleinsten so wie hier. Ein knallhartes Milliardengeschäft. Wir werfen einen Blick hinter die Glitzerfassade. Lishui im Osten Chinas. 2,5 Millionen Einwohner. Und eine Art riesiger Kindermodelfabrik. Dutzende Catwalk-Schulen und Agenturen. Am Rande der Stadt wohnt das aufstrebende Kindermodel Jianua, 9 Jahre. Für Mutter Xiao Fei ist ihr Sohn die große Hoffnung auf den finanziellen Durchbruch. Unter der Woche geht Jianua wie alle anderen Kinder in die Schule. Doch am Wochenende arbeitet er hart an seiner Karriere. Das Ziel? Supermodel. Im Kinderzimmer Klamotten statt Spielzeug. Das sind alles meine Anziehsachen. Und das mag ich am liebsten, weil Rot meine Glücksfarbe ist. Mit dem roten Outfit habe ich schon viele Preise bei Modenschauen gewonnen. Jianuas Schwester Fen Li ist erst 2. Doch ihre Mutter will, dass auch sie bald auf die Modelschule geht. Immer wenn ich sie zu Jianuas Unterricht mitnehme, freut sie sich total. Aber momentan kann sie den Anweisungen des Lehrers noch nicht richtig folgen. Ich denke, spätestens nächstes Jahr ist sie soweit. Die alleinerziehende Mutter lebt momentan mit den beiden in der Wohnung ihrer Eltern. Xiao Fei hofft sehr auf den Erfolg der Kinder. Denn das würde für sie finanzielle Unabhängigkeit bedeuten. Es ist Samstag. Heute könnte sich Jianua für einen bevorstehenden Model-Contest qualifizieren. Der 9-Jährige ist selbstständig. Den Weg zum Training fährt er allein. Das hier ist eigentlich ein riesiges Einkaufszentrum. Doch im 3. Stock des Gebäudes dreht sich alles ums Kindertraining. Kunst, Englisch, Ballett, Tanz und Modeln. Der Name sagt alles. Babystar ist Chinas größte Modelschule für Kinder. 120 dieser Schulen gibt es im ganzen Land. Tausende Schüler absolvieren hier eine quasi professionelle Ausbildung. Die Lehrerin legt großen Wert auf Disziplin. Alle in einer Reihe aufstellen. Natürlich wollen die Eltern, dass ihre Kinder später berühmt werden. Aber der Erfolg ist nicht unser einziges Ziel. Wir wollen den Kindern beibringen, richtig auf der Bühne und auf dem Laufsteg zu stehen und sich selbst zu präsentieren. Vorbereitung für ein Leben im Rampenlicht. Morgen findet in der Stadt ein großer Wettbewerb statt. Die Besten des heutigen Trainings laufen dann auf dem Catwalk vor potenziellen Auftraggebern. Auch für Jianua eine Chance. Xiao Fei hat es auch noch zum Training ihres Sohnes geschafft. Jianua war immer sehr schüchtern, aber seitdem er modelt, ist er viel selbstbewusster geworden. Drei Stunden dauert das Training für den morgigen Contest. Und die Lehrerin entscheidet, wer die Schule dabei vertreten darf. Jianua ist an der Reihe. Auch im Training herrscht eine Art Dauerwettbewerb. Viele der Kinder wissen nicht, was Konkurrenzkampf bedeutet. Deswegen schaffen wir hier ein Umfeld, in dem sie sich mit den anderen vergleichen können und müssen. So lernen sie, ehrgeizig zu sein und sich ständig verbessern zu wollen. Zumindest ist das meine Hoffnung als Lehrerin. Im Raum nebenan übt die jüngste Klasse der Schule. Hier trainieren 4-Jährige auf dem Laufsteg. Heute geht es um die korrekte Körperhaltung und darum, den Anweisungen von Lehrerin Pei genau zu folgen. Lächeln verboten.
Ich denke, zwischen 4 und 5 Jahren ist das beste Alter, um mit dem Modeln zu beginnen. Denn in dem Alter haben die Kinder eine besonders gute Auffassungsgabe. Kinn hoch und stillgestanden. Doch wie sieht der Alltag außerhalb der Modelschule aus? Gleich nach dem Training hat Jianua noch einen Termin. Ein Fotoshooting. Modelabels und Kinderkataloge buchen Newcomer wie ihn für ihre neuen Kollektionen. Häufig zahlen sie allerdings keine Gage. Vorteil, die Kinder werden bekannt. Jianuas Look, schwarz-weiß. Für Farbe im Gesicht und das Haarspray ist bis jetzt noch Mutter Xiaofei zuständig. Aber nur, weil es um den Job geht. In der Schule ist mir egal, wie meine Haare liegen oder wie meine Sachen aussehen. Das ganze Styling mache ich nur für die Bühne. Showtime. Die Posen hat Jianua dutzende Male im Unterricht geprobt. Und ein paar hat er sich von Postern und Modemagazinen abgeschaut. Fotograf Arshin ist auf die Arbeit mit Kindermodels spezialisiert. Die größte Herausforderung dabei ist, dass Kinder unsicher sind, was sie genau tun sollen. Jianua ist aber schon fast ein Profi. Nächstes Outfit. Jianuas Mutter nutzt solche Settings immer auch für eigene Fotos, die sie dann regelmäßig auf den sozialen Kanälen postet. Und das funktioniert gut. Dank der Bilder flattern fast jede Woche neue Aufträge ins Haus. Sechs Stunden Arbeit hat Jianua schon auf dem Buckel. Macht das noch Spaß? Ja, ich mag das Rampenlicht. In 2 Jahren will Jianua eine Schule für Fortgeschrittene besuchen. Aber dafür braucht er einen Sponsor. Und um den zu bekommen, muss er auf einen von Chinas großen Kinder-Catwalks. Die Industrie boomt. Immer bekanntere Designer, immer größere Gagen. Doch trotz der Schinderei, nur ganz wenigen gelingt der Durchbruch. Am Sonntag hat Jianuas Modelschule ihre große Jahresshow. Alle Klassen treten auf. Und gleich entscheidet sich, welche Kinder in den nächsten Monaten über die Schule von den Modeproduzenten gebucht werden können. Wieder braucht der Junge einen makellosen Look. Das Make-up nervt schon ein bisschen, aber für die Bühne muss es eben sein. Das gehört einfach dazu, damit ich gut rüberkomme. Und ich fühle mich so auch wohler auf dem Laufsteg. Wir schauen uns im Stylingraum um. Vor allem die Kleineren sehen bei der Prozedur alles andere als glücklich aus. Jianua bleibt dagegen ganz cool, während seine Mutter dafür sorgt, dass die Haare auf dem Laufsteg halten. Ich bin ständig für ihn unterwegs. Andere Eltern können zu Hause entspannen. Ich bin am Wochenende mehr im Stress als unter der Woche. Manche Eltern gehen dabei sogar so weit, dass das Modeln den Schulalltag ihrer Kinder beeinträchtigt. Ja, manchmal nehme ich meinen Sohn auch aus der Schule, wenn es zu viele Termine sind oder wir weiter weg müssen. Noch 15 Minuten bis zum großen Auftritt. Jetzt bin ich sogar nervöser als er. Insgesamt treten 50 Kinder auf. Im Publikum sitzen Großkunden von Modelabels, Modelagenturen und natürlich die Eltern. Zeit für den Auftritt von Jianua und seinen Mitschülern. Die Choreografie lupenrein einstudiert. Wenn die Nachwuchsmodels ihre Lehrerin überzeugen, leitet sie die Kinder an Kunden und Agenturen weiter. Und wie ist es gelaufen? Das war wirklich toll. Ich denke, wenn er jetzt dabei bleibt und mehr trainiert, kann er in ein paar Jahren wirklich ein Profi sein.
Jianhua hat es geschafft. Seine Lehrerin wird ihn dieses Jahr für große und wichtige Veranstaltungen von Partnern und Modemarken einteilen. Auch seine Mutter ist stolz auf die gute Leistung nach dem anstrengenden Wochenende. Ich würde ihm am liebsten noch weiter zusehen. Die Auftritte sind immer so kurz. Als ich damals angefangen habe, dachte ich nicht, dass mir Modeln so viel Spaß machen würde. Aber jetzt, nach ein paar Jahren, fühle ich mich viel selbstbewusster. Und ich bin auch erfahrener auf der Bühne. Jianhua hat den ersten Schritt zum Profi geschafft. Doch bei uns bleibt ein leichter Zweifel an der Kindermodelindustrie Chinas zurück.